In aller Freundschaft, die jungen Ärzte, von drei Figuren steht an. In aller Freundschaft, die jungen Ärzte-Fans dürfen auf sehr schöne Wochen blicken. Denn im März gibt es ein Wiedersehen mit drei beliebten Figuren der Krankenhausserie. Die erste vom Trio, Dr. Franziska Ruland, Gunda Ebert, 53. Die Neurochirurgin am Johannisthal-Klinikum war in insgesamt 129 Folgen zu sehen und verließ nach einer erfolglosen Bewerbung zur stellvertretenden Chefärztin das Klinikum. Am Donnerstag, 16. März, wird sie wieder an ihrem alten Arbeitsplatz zu sehen sein. Ob ihr Auftritt länger als eine Folge andauern wird, ist aktuell noch unbekannt. Ebenfalls zurückkehren wird Dr. Annika Rösler, Paula Schramm, 33, wobei in diesem Fall schon klar ist, dass sie in gleich zwei Folgen zu sehen sein wird, die jeweils am Donnerstag, 16. und 23. März, ausgestrahlt werden. Die Wiedersehensfreude komplett macht die Rückkehr von Rebecca Krieger, Milena Straube, 31. Auch sie wird am Donnerstag, 16. März, wieder in ihrer Rolle als Assistenzärztin zu sehen sein. Sie hatte das Johannisthal-Klinikum für eine Zeit verlassen, um Florian, Leon Baskzyk, 28, zu vergessen und sich wieder ganz auf ihre Arbeit zu konzentrieren. Es wird sich zeigen, ob es ihr gelungen ist, Florian zu hinter sich zu lassen. Sie haben Fernsehnews verpasst. Lesen Sie den Serienticker der vergangenen Woche nach. Verwendete Quelle: tfmovie.de.